So, liebe Leute, jetzt bin ich hier am Schnorr. Man sagt hier nur auch das Schnorrviertel. Also hier soll ja alles sehr eng sein, die ganzen Straßen. Das hat man früher halt gemacht im Falle, dass Soldaten mit Kriegsgerät hier eindringen und halt dann nicht durch die engen Gassen durchkommen. Oder man konnte dann entsprechend die Invasoren in den engen Gassen besser schlagen oder, sagt man, zurückdrängen. Wohl, ich hasse Kriege. Naja, hier sehen wir schon als erste. Gut, das ist ein Friseurladen, aber auch die Haare wollen geschnitten werden, damit man vernünftig aussieht. Kosmetika-Studio. Hat sich einiges auch letztes Jahr geändert. Goldschmiede. Und hier könnt ihr Goldschmuck euch kaufen oder anfertigen lassen. In unserer Zeit sind, glaube ich, eher Goldbarren wichtiger geworden. Naja. Das Weihnachtshaus. Hier, das ist dieses Gebäude, was ich euch gesagt habe. Das ist ganz jährlich mit Weihnachtsdekos geschmückt. Ihr könnt also von Januar bis Dezember die neuesten Trends kaufen. Leider ist hier das Filmen nicht erlaubt, oder die wünschen das eigentlich auch nicht so gerne. Wobei das eigentlich dumm ist, man ist ja nicht Konkurrent, sondern man möchte ja den Laden ja auch bekannt machen. Ich würde ja am liebsten reingehen und mal gucken wir mal. Gut, ich mache mal hier aus einen Schnitt. Ja, ja, sieht echt schön aus hier. Echt schöne Sachen, die man hier hat. Also, da kann man doch glatt neidisch werden. Während unser Weihnachtsmarkt, unser Baumarkt so ganz simpel ist, kann man sagen, hier echt. Naja, aber wir sind ja auch kein Baumarkt, wir sind ja auch ein Fachgeschäft. Ja, ein Weihnachtsfachgeschäft, wo der Weihnachtsmann seine Sachen kauft. Nein, ich hatte letztens gelesen, dass hier im Fach, dass ihr jetzt meistens die neuesten Trends habt, die handgeblasenen Sachen. Man weiß also schon 2024 oder 25, was drauf das Jahr kommt an neuen Weihnachtsdekos. Ja. Schwarze Lieber. Also einmal die beiden. Sieht schön aus. Ja, also wir sind trotzdem mal reingegangen, haben noch mal uns umgeschaut, habe auch ein paar Videos gemacht über diesen schönen Laden. Naja, das heißt ja nicht umsonst, Informationen bekommt man nur, wenn man reingeht.
oder? Man muss sich die Informationen holen. Gut. Wir sind jetzt im Schnorrviertel. Ihr seht ja die ganzen Gassen. Rasierbürsten holen, wenn ihr euch wenn ihr euch nass rasiert. Schmuck, Bernstein. Die kleine enge Gasse hier. Sieht irgendwie alles ein bisschen nach Weihnachten schön aus. Gastronomie. Hier könnt ihr Regenschirme kaufen. Ich habe zwar einen guten Schirm zu Hause, einen Sturmschirm geholt, weil mir andauernd die billigen Schirme aus diesem Discounter kaputt gehen. Und der hält immer noch. Sisterstraße, da geht es wieder hoch. Oder oben ist nicht viel. Und könnt ihr euch mit warmen Kleidung eindecken. Mhm. Aber ich gehe jetzt da nicht rein. Ja. Gastronomie. Schmuckladen. Auch wieder Schmuck. Nicht sehr viel, alles smart ausgelegt. Vermutlich jemand, der selber die Materialien herstellt. Ich bin im Rapunzel. Was haben wir hier? Spielzeug. Kinderspielzeug. Das sieht doch schön aus. So Mini-Läden. Mini-Läden. Weihnachtsdekus. Schiffe. Jo. Wir sind raus aus der Ecke. Jetzt schauen wir mal hier vorne mal durch. Das Schnorrviertel selber ist nicht sehr groß. Aber es hat, wie gesagt, seine weihnachtlichen Reize. Es lohnt sich natürlich auch im Sommer, dahin zu gehen. Ein
einsteigen. Teehaus. Die Nordlichter sind absolute Teekenner. Alles hochwertiger Schmuck. Also wenn ihr mal viel Geld loswerden wollt und eurem Schatz oder Schatzin etwas schenken wollt, hier seid ihr auf jeden Fall richtig. Jetzt gehe ich mal die Querstraße rein. Was haben wir hier? Regenschirme, Bücher. Regenschirme, Bücher haben wir hier. Das zweite Fenster. Socken mit Notenform. Das sieht ja klasse aus. Ach ja. So, jetzt gehen wir gleich wieder einen Quereingang rein. Ich liebe das Schnurrviertel, gerade zur Weihnachtszeit. Das hat so geheimnisvolle Sachen an sich. Sowas. Jetzt tauchen wir wieder ein. Ich habe Hochzeitshaus. Aha, hier könnt ihr, wenn das so ist, sogar ein Zimmerchen erfinden. Ja, hier Stopp und hier auf ein anderes Aufnahmeformat, weil ich kann nur da nicht anmachen. So, hier kann ich das Licht nutzen, weil mit manchen Ecken sind leider nicht. Ferienumziel Hochzeitshaus. Hochzeitshäuser gab es in vielen mittelalterlichen Städten. Man kann in den Stadt hier und heiraten und mieten sich in ein Hochzeitshaus ein. Falls ihr das lesen wollt, einfach mal auf Stopp drücken. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gelesen. Also wie gesagt, manche Dinge, die ich jetzt nicht in
Minuten hier stehen bleiben kann, damit ihr alles durchlesen könnt, macht ihr am besten mal auf der Pausentaste Stopp, dann könnt ihr euch das Buch durchlesen. Vorausgesagt, dass es nicht so verwackelt ist. Ja, hier kann man Dart spielen. Zum Dart werfen. So, ihr lieben Leute, das war's aus dem Schnurrviertel. Ich hoffe, dass neben den schönen Videos aus dem Weihnachtshaus euch Anreize geboten hat, hier doch mal vorbeizuschauen. Ihr könnt natürlich in allen Jahreszeiten hier vorbeigehen. Das Weihnachtshaus hat halt 365 Tage offen. Natürlich auch ein paar geschlossene Tage. Aber naja. So. Ich sag mal, das war's. Und gehen wir zum nächsten Bereich.